Hallo und herzlich willkommen zum Patch Notes Rundown für Patch 6.16. Meine Güte, gerade ist leider ein bisschen wenig los, aber ich versuche euch trotzdem mit den nächsten Infos zu versorgen und deswegen gehen wir auch den kurzen Patch jetzt mal hier durch. Ja, es gab leider keine News, aber das dann hoffentlich wahrscheinlich beim nächsten Patch wieder, wobei ich gucken muss, wie das dann aussieht. Ja, ich versuche gerade trotzdem ein bisschen für euch was zu machen und deswegen, wie gesagt, jetzt ist mit dem Patchsturz los. Klett ist, glaube ich, die wichtigste Änderung an diesem Patch, der sonst recht klein ist. Denn Klett ist ein, wie ich finde, sehr, sehr cooler Champion. Könnt ihr mal reinschauen in das Gameplay, was ich gemacht habe dazu. Oder in diese kleine Analyse, war das, glaube ich. Ja, ich freue mich wahnsinnig doll auf den Champion. Werde dann auch vermutlich hoffentlich wieder ein bisschen mehr spielen, wenn ich die Zeit dafür habe. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie er sich etablieren wird. Und wie er auch weitere Patches überstehen wird. Dann kommen wir zu Irelia und hier haben wir, ja, Better Nerf Irelia quasi. Denn es ist in gewisser Weise schon ein Nerf, da sie Range quasi auf ihrer Passiven verliert. Also die Range, wann angezeigt wird oder wann Champions sich in dieser Range befinden, zählen. Wird jetzt ein bisschen runtergenommen. Das heißt, Champions müssen näher an ihr dran sein, damit sie für die Tenacity zählen. Und es ist so, dass es jetzt nicht nur abhängig ist von den Gegnern, die in der Nähe sind, sondern auch von den Verbündeten, die in der Nähe sind. Denn tatsächlich ist es so, dass wenn die Verbündeten mehr sind, hat sie keinen Tenacity-Bonus. Wenn es Gleichstand ist zwischen den Verbündeten und den Gegnern in der Nähe, dann hat sie 10%. Und je nachdem, wenn mehr da sind, dann hat sie halt diese bis zu 40% Tenacity, die sie haben kann. Ja, das ist sehr interessant. Und ein Nerf, ich finde. Dann haben wir noch einen Toolfix-Bugs. Tooltip-Fix. Aber der ist nicht weiter wichtig. Dann haben wir bei Leona hier auch etwas, was nicht allzu wichtig ist, denn es ist jetzt so, dass wenn ihre Passive von anderen Leuten, also von ihren Verbündeten, aktiviert wird, dann bekommt sie den Schaden angezeigt, tatsächlich, der da dadurch ausgelöst wird. Dann haben wir bei Lulu hier ein paar Buffs, und zwar wird der Cooldown ein bisschen reduziert auf den Early-Stufen von Whimsy und auch das Bonus der Hexspeed wird ein bisschen angehoben. Tatsächlich auf allen Stufen. 10% sogar auf der ersten, also schon ein Buff. Dann haben wir Mordekaiser, da wurde ein bisschen an der Ulti rumgespielt, nichts Wildes. Es ist jetzt halt so, dass sie ein bisschen schlauer ist, ein bisschen besser interagiert und vor allem auch ein bisschen besser steuerbar ist. Dann haben wir Nautilus, das ist auch eine sehr, sehr interessante Änderung. Und zwar ist es jetzt so, dass Nautilus noch mehr auf CC ausgelegt werden soll. Und zwar seine Ultimate stunt jetzt zusätzlich alle Leute, die sie trifft. Also alle Leute, die von diesen Fontänen getroffen werden, werden ja sonst eigentlich genockt. Das werden sie auch weiterhin und das jetzt für 0,5 Sekunden länger. Und zusätzlich werden sie auch noch bis zu 2 Sekunden gestunt. Ja, also quasi sind sie dann 2 Sekunden disabled, weil sie ja wahrscheinlich mit dem Knock-Up gestunt werden. Und also sind sie dann 2 Sekunden, also krass, wie ich finde. Dann haben wir Sona, die ja ganz schön dominant war in letzter Zeit, deswegen bekommt ihr auch einen Nerf auf den E. Das heißt, ihr Self-Movement-Speed-Buff geht runter, also was das Movement-Speed betrifft und auch die Ratio, mit dem das Movement-Speed skaliert, also die AP-Ratio geht runter und ihre Ultimate gibt jetzt weniger Cooldown-Reduction. Zumindest auf den ersten beiden Rängen. Dann haben wir Victor, bei dem wurde auch an der Ultimate ein bisschen rumgespielt und das geht vor allen Dingen um das Movement der Ultimate und es ist jetzt so, dass es weniger Maximal-Movement hat, dass es ein bisschen mehr Minimum-Movement hat, aber es bekommt auch nicht mehr Maximum Movement, wenn es sich auf Victor zurückbewegt. Ja, dann haben wir bei der Champion Selection etwas, und zwar, dass ihr quasi, wenn ihr in der Queue seid und eure Position auswählen könnt, dass ihr angezeigt bekommt, zum Beispiel Midlane ist halt ja, glaube ich, so die meistgespielte Rolle, dass ihr angezeigt bekommt, okay, diese Queue dauert ein bisschen länger. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit oder die Entscheidung steht bei euch, will ich schnell ein Spiel spielen und dann mache ich halt auch mal irgendwie nicht meine, dann mache ich meine, was weiß ich, drittliebste Rolle oder so rein. Oder will ich unbedingt jetzt diese Rolle haben und mache die auch primär rein und nehme dafür in Kauf, dass das Ganze ein bisschen länger dauert. Genau, das war's tatsächlich auch schon. Jetzt kommen noch ein paar Bugfixes und die Skins. Endlich die SKT-Skins kommen jetzt, die ja schon seit einer Weile kommen wurden, dann nochmal zurückgeschickt wurden und so weiter. Wir haben Kalister, wir haben Alistar. Kalister. Wir haben Ryze, Azir, Elise und Renekton. Sind ganz cool. Reizen mich tatsächlich nicht so. Elise vielleicht ein bisschen. Ja. Mal schauen. Und was mich hier aber noch reizt, ist der Sir Klett. Der ist ganz cool, wobei auch der normale Skin ganz ordentlich ist.
Und das war's dann tatsächlich auch schon. Schreibt mir eure Meinung zu dem ganzen Patch, der recht klein ist, wirklich gerne mal in die Kommentare. Wie gespannt seid ihr auf Clad? Das Ganze wird dann halt wahrscheinlich, wenn das Video auch... Ihr werdet es wahrscheinlich sehen, wenn der Patch dann schon drauf ist, weil es jetzt mitten in der Nacht ist. Ich es aber nicht früher geschafft habe, deswegen habt Spaß beim Patchen. Genießt den Patch-Tag, wenn er denn genießenswürdig ist. Habt viel Spaß mit Clad und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Oder auf der Gamescom dann, je nachdem, wann das nächste Video kommt. Ich mache dazu aber eigentlich auf jeden Fall noch ein Video. Schaut am besten auf Facebook und Twitter vorbei. Dann seid ihr ein bisschen up-to-date. Ich versuche da jetzt auch die Tage mal ein bisschen was rauszuhauen, damit die Leute sich nicht fragen, was ist denn los. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ihr seid informiert und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich sage bis dahin.